Die sind aber alle am Arsch. Und mein Gesicht juckt wie Sau, Alter. Was soll das? Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Forza Horizon 3, Folge 73. Und wenn wir mal stehen geblieben, ist da jemand Level 1? Please. Hier geht's direkt weiter. S1 steht immer noch auf dem Plan. Da ist noch eins. Das machen wir direkt hinterher. Ich wollte, glaube ich, noch mal was anderes probieren. Was hatten wir denn hier noch im Portfolio? Wir hatten noch den, den da hatten wir noch. Porsche 911 GT2 RS. Eigentlich richtig scharfe Rennmaschine. Testen wir sie mal, Freunde. Weil testen wir sie mal. Mehr wie verlieren können wir hier nicht. Also, passt. Gut, verlieren ist natürlich nicht so geil. Ist egal, komm. Wir chillen hier, fahren eigentlich noch die letzten Rennen in diesem Let's Play ab. Schaltet auf jeden Fall nicht ganz so fix, muss man sagen. Und, der. Was ist denn mit dem los? Mit dem Kollegen. Der ist ja gar nicht unter Kontrolle zu kriegen. Danke fürs Anschieben, Bruder. Meine Nase juckt. Das ist jetzt ganz schlecht. Jetzt schon da will fotografiert werden. Oi, 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 ist der Mist. Der rutscht auf jeden Fall dezent mehr. Der Porsche ist doch eigentlich mal so für stabil bekannt, aber irgendwie. Boah. Boah, ist das eine Zumutung, ey. Der Wagen ist ja mal so scheiße. Ui. So. Ja, nie erwartet, dass er so schlecht ist. Den wollen wir gar nicht mehr probieren. Nee, den mit Sicherheit auch nicht. Da haben wir schon unsere Erfahrung mit. Ich hab Bock. Auf ein Audi. Mit Allrad, ja? Quattro, ja? Wenn der jetzt nicht gut fährt, dann weiß ich auch nicht. Wenn der jetzt nicht gut fährt, dann weiß ich auch nicht. Ja. So. Krass, dass es noch so viele gibt hier, ne? Also, die wir noch nicht haben. So. Okay. Alles klar. Und los. Mal gucken. Wird auf jeden Fall wesentlich stabiler. Also. Aber hallo. Platz lassen, mein Lieber. Oh, komm, zieh doch mal hier, bist mehr Bauer. Dann überspringt mich einfach. Auf Halfpipes sind die irgendwie alle extrem schwach. Also einfach ein bisschen nach außen fahren, Freunde. Vollgas geben. Die hat eigentlich schon gewonnen. Hauptsache, ihr kommt nicht, ne, über die Markierung da. Und fahrt hier gerade. Und seid ihr nämlich mehr als am Arsch.
Boah. Übertreib's doch nicht. Hä? Ich bin innen, mein Lieber. Der muss ich trotzdem die Führung. Läuft bei ihm einfach. Oder Sixer, ne? Guck mal, wie schlecht der aus der Kurve rausgefahren ist, ja? Und so jemand will mir erzählen, der fährt vor mir, ja? Alter, haben wir die Runde echt nicht mal in der Rundenzeit geschafft? Wow. Was war das denn? Das war mehr als... Ey, Junge, warum bitchen mich denn hier alle? Jetzt verpiss dich doch mal. Boah, Scheiße, ey, war das bisher schlecht. Also der Lambo wieder. Nächstes Mal. Auf jeden. Auf jeden Lambo. Also drei Runden, ey. Oh. Oi, 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 oi. Okay. Ja, nur eine Chance eigentlich, ne? Also in der Halfpipe sind wir immer super stark. Aber dann kommt diese Kurve hier, ne? Und dann ist ja der kackt ab, der Wagen. Jetzt hat der abgekackt. Nutze ich. Ich überhole ihn nicht. Wow, Wahnsinn. So schlecht gefahren und trotzdem kann ich ihn nicht überholen. Das zeigt, dass der Wagen einfach scheiße ist. Und dass ich nicht fahren kann. Habt ihr recht. Okay, ich formuliere es anders. Ich kann diesen Wagen hier nicht fahren. Wow. Wir sind zwar 2 Sekunden besser geworden, aber... Alter, wir schaffen die Rundenzeit einfach nicht. Komm, dann kriegen wir eine Halfpipe. Guck mal, er bremst in der Kurve sogar, ja? Er bremst! Und wir kommen hier mit Speed-Überschuss. Könnten wir beides schaffen, ja? Wir könnten jetzt beides schaffen oder wir könnten jetzt beides verhauen. Haha, er hat verkackt. Nice. Komm, die Runde jetzt auch noch. Das wär's jetzt. Jawollo!
sehr, sehr schön. Das sieht man hier wunderbar gerne. Sehr gut. Credits gibt es jetzt nur noch als Belohnung und dann kommt wahrscheinlich irgendwann noch das Finale. Aber noch sind wir bei S1. Ja, genau. Jo, das hatten wir ja schon. Da kann man jetzt noch Rivalen machen und Meisterschaft irgendwann auch. Meisterschaft werden wir dann gar nicht machen. Da habe ich gar keinen Bock drauf in diesem Let's Play. Schaffen wir auch zeitlich nicht mehr. Ich habe schon zu viele Folgen eigentlich in diesem Let's Play. Sehe ich hier etwa. Achso, nee, hier. S1 ist ja die Farbe. Habe ja eine komplett falsche Farbe gesucht. Das hier sind auf jeden Fall noch Drift-Zonen. Ja, wir haben noch ein paar. Wir haben noch ein paar. Nehmen wir den Lambo, ne? Der hat mir von allen bisher am besten gefallen. Ich nehme den jetzt einfach und fahre den mit dem jetzt durch, so. Passt, haben jetzt nicht die besten Chancen mit der Karre, aber nimm das, was du hast. Und dann passt das. So. Auf geht's. Unfassbar. Ich werde direkt weggedrängt am Start. Ohne Halfpipe. Könnten wir uns absetzen. Okay, erst das unser. Rundenziel ist 1,15. Das ist gar nicht mal so viel. Alter. Wir sind aber eigentlich prinzipiell gar nicht schlecht gefahren. Und wir kriegen es auch hin beim ersten Versuch. Okay. Die Runde ist sehr, sehr klein. Die sind aber alle am Arsch. Gut, mein Gesicht juckt wie Sau, Alter. Was soll das? Wesentlich besser weggekommen diesmal. Boah, Alter, top. Top durchgekommen. Digga, warum sind die da so scheiße schnell? Junge! Wie? Nee, jetzt. Der überholt mich echt. Der McLaren denkt sich so, ja, moin, ne, warum nicht, ne? Nee, ist das dein Scheiß Ernst? Ja, ihr verkackt eh eine Halfpipe, Alter. Ihr seid so scheiße in der Halfpipe, ohne Witz. Ey, guck mal, ihr seht ja da schon wieder Bremsen, Alter. Man fährt hier Fullspeed, du Noob. So ein Anfänger, ja, hat nur mehr Power im Haus, ja. Boah. Jetzt hat er mich genau da, wo er mich haben wollte. Kriegt er mich aber nicht. Mach ich nicht mit. Ich bleibe.
kommst du nicht mehr ran. Boah, es war aber saueng, ey. Ich dachte schon, Alter, jetzt hat er mir meinen Platz geklaut. Oh, saueng, Alter. Ganz, ganz knapp. Nicht mal 0,1 Sekunden. Boah, das wäre wieder so ein typischer Rage-Sieg in GTA Online gewesen, Alter. Oh, richtiger Rage-Sieg. So. 3 Sternos. Gefällt mir. Prinzipiell schon mal sehr gut. Wir haben noch eine Löffelliste. Ist ja wunderbar. Machen wir natürlich auch noch. Und dann noch ein Rennen für diese Folge. Okay. Ja, wobei, ach. Sie haben Ihr Ziel erreicht. Ach, ein Traum. Da kommt ja direkt Freude auf, wenn ich das Auto sehe. Finden Sie inneren Frieden im Riprot. Inneren Frieden, wahrscheinlich, oder? Ich glaub's auch selber nicht. Ich muss eigentlich nur in der vorgegebenen Zeit im Ziel ankommen. Mal sehen. 3,7 Kilometer müssen in 3 Minuten eigentlich ohne Probleme laufen, oder? So, komm. Sieht noch gut aus, die Zeit. Jo, wahrscheinlich, oder? Nur eine Halfpipe. Okay, gehen wir schön nach außen. Wenn ich sage außen, meine ich außen. So, machen wir es, wie man es mit der Halfpipe macht. Vielleicht nicht so produktiv für die Zeit, aber Zeit ist hier in diesem Falle gar kein Problem. Schwupp und Ziel. Sie haben den Zielort erreicht. War ja auch eine super schwere Aufgabe, muss man sagen. Gute Animation auf jeden Fall. So, bis zur nächsten Runde. Immer noch das Rennen, was ich gesagt hatte für diese Folge. Hatte ich gesagt, machen wir jetzt auch noch. So, alles klar. Come on. Machen wir das noch für diese Folge. Fertig. Los, los, los. Auf geht's. Was? Weggekegelt den Lotus. Ah, ist das ein... Hoppala. Den F1 GT hat ihn noch nicht fotografiert? Hm, komisch. Mit dem bin ich auch schon so oft gefahren. In dem Rennen zusammen. Mein Gott, ist das ein Bastardo. Okay. Oh Mann, ey. Oh, wieder so ein Fähigkeitsscheiß.
Fahrt. Oh, 180 Grad hier oder was direkt? Aber diese Route da, na gut, die KI ist immer. Bitte nicht mich hier wegvögeln. Ja, tatsächlich war meine Route mal wieder die smartere Lösung. Kommt der hier angeschissen, ja? Bisschen Speed verloren jetzt dadurch. Ja. Kommen wir auch schon direkt zu spüren. Das Roller-Sixer wieder erster ist, ne? Das geht gar nicht. Jo. Klar, oder? Der ist viel zu leicht, dieser Typ da. Der fuhr sich doch richtig scheiße, als ob der den so gut fahren kann, dieser Britz. Aber Junge, ihr bremst hier, obwohl man hier gar nicht... Dieser gleiche Lotus blockt mich hier schon wieder. Das gibt's ja gar nicht, oder? Junge, was ist dein Problem? Jetzt holt doch mal endlich den Roller-Sixer und macht den fertig hier. Das kann doch nicht sein. Ja, er verfällt. Das war ganz klar eine Drift-Berührung. 6000 Punkte will ich da sehen. Und was bekomme ich? Nicht. Verliere alle Punkte wahrscheinlich. Damit hätte ich es geschafft. Wieder mal, ne? Oh Mann, ohne Witz. Das geht mir hier wieder... Nimmt der Typ auch den guten Weg. Und jetzt versagt er. Kann ich nicht gut rausbeschleunigen. Ah, Mann, ey. Unglaublich, oder? Ja, das Rennen ist für mich gelaufen jetzt. Ja, der ist doch nicht schwach. Sehr gut. Ich komme nicht ran. Oh Junge. Müssen wir rechts lenken? Oh, da haben wir ihn aber nochmal schamlos ausgenutzt in Roller Sixer, um mit ihm zu gewinnen. Danke, Roller Sixer. An dieser Stelle. Dafür bin ich hier sehr verbunden. Freunde, in diesem Sinne würde ich sagen, war's das wieder für diese Folge. In der nächsten Folge machen wir dann weiter. So viele... oh, noch ein Wheelspin. Den greifen wir natürlich ab. So viele Rennen dieser Klasse sollte es jetzt eigentlich gar nicht mehr geben, ne?
Ein Ford Falcon XR8. Brauchen wir nicht, egal. Nehmen wir, haben wir unseren Fuhrpark hinzugefügt. 2 leider nur, egal. Besser als 1. In diesem Sinne, Freunde, vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss und bis zum nächsten Mal.